Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es sehr sportlich. Wir befinden uns in der Ninja Warrior Halle in Erlangen, ne? Und könnt ihr im Hintergrund alles schon erkennen. Das müssten eigentlich ziemlich viele von euch kennen. Vom Fernsehen, da muss man ja ein Parcours oder Hindernisse überwinden in einer möglichst kurzen Zeit. Und wir trainieren hier ein bisschen, schauen uns die Hindernisse, Parcours ein bisschen genauer an und nehmen euch mal mit. So, Christian startet mit der ersten Übung. Okay, jetzt ist Marie dran. Hey, es ist echt, also es sieht bei echt leichter, glaube ich, aus, als es ist, oder? Ja, nee, ist echt nicht leicht. Jetzt mach ich mal. Ich weiß auch nicht, wie man sich da... Oh, falsche Richtung, Michael. Falsche Richtung. Versuch Nummer 2. Der Christian versucht die Ausgleichstaktik, hä? Ja, also eine sollte ich jetzt schon mal schaffen, oder? Eine kriege ich jetzt mal hin, oder? Das ist nicht so schwer, das ist nicht Verbindung. Ja. Ja, ganz locker. Okay, Christian startet seinen Run. Jetzt weiter Sprung, sehr weiter Sprung. Sehr stark, nicht schlecht. Und jetzt noch runter. Sehr stark. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, der wird jetzt zu weit. Der ist sehr weit. Ganz hoch. Sehr schön. Hätte nicht gedacht, dass du ihn schaffst. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ganz entspannt. So! Okay. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir das Seil holen, damit wir reinschwingen können und dann das Seil direkt holen. Weil der Christian hat es ja gerade nicht geschafft. Oh, ganz knapp. Ich mag mal auf. Ja, jetzt ist es ganz cool. Und jetzt kannst du dich mit dem anderen Seil oder so. Sehr stark. Ja. Waren sogar 1,5, ne? Tim hat immer 2 geschafft. Ja. Was? Doch, es geht schon noch, oder? Ja.
Kannst dich auch nochmal abstoßen. Ja. 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 Und jetzt ranziehen. Genau. Und jetzt kommt eigentlich erst der schwierige Teil. Das Hangeln ist so ein bisschen schwieriger. Ja? Ja, einen Schwung, ja, ja. Verloren, Haare im Wasser. Nee, Spaß, noch weiter. Ja, du dein eines Bein dahin und dann kannst du dich hochziehen. Dein eines Bein schon hier. Ja, genau. Jawoll. Ein Schwung, los. Doch, es geht. Ja. Super, er braucht einen Schwung hier. Bauchmuskeln auch am Start? Ja, genug am Start. Sehr stark. So, jetzt machen wir die Wand. Gibt 3,50 Meter, 4 Meter und 4,50 Meter. Wir beginnen erstmal mit der 3,50 Meter Wand. Eigentlich auch das Haupthindernis von der Ninja Warrior Halle. Ja, ganz entspannt. Der Boulderer zieht sich einfach hoch. Ne? So, die Marie ist jetzt dran. Los. Wir haben 50 sind geschafft, jetzt kommt die 4 Meter, los geht's. Ob ich da auch noch so flockig durchkomme, weiß ich nicht. Muss ich sagen, da hat mir schon sehr Angst. Echt hoch. Ja, also, gleich nochmal. Fast. Doch, lass ich nicht, gell? Ah, der Absprung. Ich glaube, es wird so klappen, aber ich glaube nicht. Jetzt schaffe ich es. Mit Anzeigen. Jetzt du! Ah, ist schon hoch. Ja, geschafft. Ja? So, wir sind jetzt gerade mal hochgegangen. Hier unter uns ist der ganze Parcours, also alle Hindernisse. Hier oben sind auch noch zwei Stück. Unter anderem dieser hohe Himmelsleiter. Hier unten hat der. Zeig mal. Hier unten ist Plastik oder so, gell? Und unten sind die Abstände ungefähr nur so groß. Der Boulderer, und der will uns zeigen, wie das wirklich geht, ne? Wir sind beide kläglich gescheitert. An den Treppen da hinten, ne? Da steht. Da wo er jetzt hinkommt. Weil ich dann mit meinen Beinen einfach runtergesackt bin und den Boden berührt habe. Da hat er die Erfahrung, ne? Ist halt schon fies, ne? Ja.
Ach so. Nicht nur so, sondern jetzt auch so. Und das halt, ach so, ja, ja, ja. Die gleichzeitig packen, aber das ist noch da weg. Ja, ja, klar. Ich muss noch mal. Diesmal schafft das, ich glaube an ihn. Ja, habe ich das gesagt. Nee, nee, das andere auch nicht. So, und das ist jetzt ein bisschen schwieriger, finde ich. Also da hinten bin ich ja mehr oder weniger gescheitert. Da habe ich mich festgehalten an den... Ja, das ist echt schwer, gell? Ich habe mich halt hier festgehalten. So, Christian macht jetzt Durchmarsch. Aber allein schon wegen der Stange ist es ja schon viel schwerer. Sehr stark. Hammer, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber eigentlich auch kein Ding für einen Boulderer, ne? Ja. Sauber, nicht schlecht. Aber man muss sagen, es geht voll auf die Finger. Ah. Ja, und die Platte hier in der Mitte ist eh die schlimmste, weil die keinen Tritt unten hat. Die anderen haben alle einen Tritt unten. Du hast auf der anderen Seite da noch einen. Ja. Ich bin, glaube ich, dann direkt zu dem, oder? Ja. Ich habe den in der Mitte komplett ausgelassen. Auf der anderen Seite gibt es einen Griff. Du kannst halt weiter oben. Ja, sehr gut. Passt. So, wie schon erwähnt, so ist Pro-like, ne? Ja! Eins unten, eins oben, aber ansonsten sitzt, wackelt das Luft. Komm nochmal, schaffst du. Ja! Sehr stark! Sehr stark! Hier ist mal eine gesamte Übersicht über die Halle. Da hinten ist ein Kinderbereich. Hier sind sämtliche Hangel, Sachen. Und Himmelsleiter, hier sind nochmal weitere Hangelsachen. Da hinten ist dieses komische Rad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ganz hinten. Hier sind nochmal die Wände. Und den größten Teil haben wir jetzt eigentlich schon durch. Also ist echt für jeden was dabei. Armmuskeln, auch Beinmuskeln, Balance, alles Mögliche. Lohnt sich hierher zu kommen. Also der Christian behauptet, das ist nur was für pure Boulderer. Ja, das ist auch schwer zu kontrollieren. Ja.
Na, nicht schlecht. Leute, wenn man das Bouldern oder Ninja Warrior Halle nicht gewöhnt ist, sehen eure Hände so aus. Ja, sehr stark. Sauber. Jo Leute, das war's mit dem Video. Das war ein kleiner Einblick von der Ninja Warrior Halle in Erlangen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dieses Rad, keine Ahnung, was das ist. Da muss man sich ja reinhängen und dann dreht sich das. Würde ich behaupten, ist das Schwierigste hier. Aber ich habe auch andere Sachen wie die Himmelsleiter zum Beispiel nicht geschafft. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich empfehle euch allen, da mal hinzugehen. Macht mega Spaß. Ist für jeden was dabei. Armmuskeln kann man gut gebrauchen, aber auch ein bisschen Beinmuskeln und Balance kann man hier trainieren. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist echt nicht normal, dieses Rohr. Da kann man einfach gar nicht drauf stehen. Ja, das ist schön. Ja. Schrott ist heute alles, ne?